Hallo Leute, ich musste gerade die Treppen runter, das war so anstrengend. Leute, ich bin jetzt im Uber. Es ist so heiß, ich habe eine Jacke an, weil mein Koffer ist 10 von 10 voll. Es ist nichts mehr reingegangen, also wirklich 0,0. Ich lasse sogar hier ein paar Sachen. Ich weiß nicht, es ist echt schlimm. Also es ist nichts mehr reingegangen, ich musste mich draufsetzen. Ich lasse sogar ja ein paar Sachen hier. Trotzdem, ich bin froh, ich habe meine Tasche, könnte auch nicht mehr rein. Deswegen habe ich jetzt das und das. Und irgendwie wollte ich mein Kuscheltier lassen, aber irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich es jetzt doch mitgenommen. Weil ich habe Angst, dass es dann irgendwo die ganze Zeit auf dem Boden liegt. Leute, Real Talk, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also wirklich 0,0. Hä? Ich check das gerade gar nicht. In München, wenn man reingeht, ist direkt da so der Gepäckabgabe. Ich check gerade gar nicht, wo ich hin muss. Oh, Jody Juice. Das hatte ich noch nie. Das, oh mein Gott. Okay, never mind. Ich habe es gefunden. Gepäckabgabe. Leute, ich habe es geschafft. Ich dachte, ich finde das erst nicht. Ich habe das gerade gar nicht gecheckt. So, Leute, ich habe jetzt geschafft, meinen Koffer abzugeben. Ich bin gerade so gut im Vloggen. Ich bin gerade so stolz auf mich, dass ich das die ganze Zeit nicht vergesse. Ich bin so vollgepackt. Ich kann nicht vloggen und laufen gleichzeitig. Gott. Es geht gar nicht mehr klar. Ich bereue es so, keinen Handgepäckskoffer mitgenommen zu haben, weil ich so die ganze Zeit rumlaufe und mein Arm gleich abfällt. Schaut mal. Leute, ich bin so 10 von 10 überfordert. 10 von 10 überfordert gerade, weil ich kann meine Tasche nicht mehr tragen. Es ist so schwer. Leute, ich sitze jetzt. Oh, ich kann nicht mehr. Mir ist so heiß. Ich hätte eine Kurzhose anziehen sollen. Mir ist so warm gerade. Leute, ich habe es geschafft. Ich bin in München gelandet. Jetzt ich hole jetzt mein Gepäck. Ich hoffe, ich muss nicht so lange warten. Mein Kamerasetup hier ist jedes Mal crazy. Ich habe zwar ein Stativ, aber irgendwie benutze ich es nie. Ich bin jetzt zu Hause. Wir haben heute Dienstag. Übrigens, dieses Parfum ist mein... Das ist richtig krass. Das da ist nostalgisch für mich, sagt man das so? Keine Ahnung. Das ist mein erstes Parfum gewesen. Und ich habe das, ich hatte richtig spät irgendwie mein erstes Parfum, keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich zu meinem 14. Geburtstag bekommen. Und das riecht so gut, ich habe das seitdem immer noch. Das ist das Miss Dior Rose and Roses. Das ist mein zweitliebstes Parfum. Wenn ich mich jetzt eh fertig mache, können wir kurz ein bisschen quatschen. Ich freue mich so krass. Ich mache nachher Slime. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber früher, ich hatte so eine Schleim-Obsession. Ich weiß nicht, aber ich war da so drin. Ich habe da diesen Kleber von Amazon, gell? Ich hatte in meinem Badezimmer damals wirklich so fünf, gefühlt ein Liter Kanister. Und habe den ganzen Tag Schleim gemacht. Den ganzen Tag. Ich hatte wirklich alles. Ich hatte Perlen, ich hatte die Box. Ich habe den übrigens noch in der Schule verkauft an meine Freunde. Und ich dachte, ich mache jetzt Business mit Schleim. Schaut mal. Den habe ich noch. Ich habe den gestern, nee, vorgestern das erste Mal benutzt. Das ist so ein Bronzer mit Highlighter. Und der hat sich, also ich habe mit einem Problem gehabt, den zu verblenden. Habe ich den benutzt am Sonntag. Ich wollte jetzt nochmal probieren. Vielleicht lag das nämlich nur an mir, weil ich den ein bisschen... Ich hatte davor einen kompletten Fail. Könnt ihr mal auf TikTok schauen. Da habe ich nämlich eine Foundation versucht als Bronzer zu benutzen, was dann geendet hat. Ich war braun im ganzen Gesicht. Fleckig ist ja ganz schlimm aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen fleckig ist. Seht ihr? Sieht schon ein bisschen fleckig aus. Ich habe das ja zugeschickt bekommen, gell? Übrigens, zwischen zugeschickt, man kann da seine eigene Meinung sagen. Das ist nicht Kooperation oder so. Generell. Wenn das eine bezahlte Werbung ist, ist es logisch, dass du nicht sagen kannst, das Produkt ist scheiße. Erstmal machen aber, glaube ich, die meisten. Man macht halt eigentlich nur eine Kooperation mit Produkten, die man cool findet, die man auch
selber so benutzt. Und wenn man was zugeschickt bekommt, kann man da auch einfach seine ehrliche Meinung sagen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wenn man was zugeschickt bekommen hat, kann man 100% seine ehrliche Meinung über das Produkt sagen. Es sieht doch fleckig aus, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Ich mache jetzt mal mein Make-up fertig, aber ich finde es gerade richtig schlimm. Ich habe mich gerade ein bisschen dran gewöhnt, so ein bisschen weniger Make-up zu tragen, weil ich auch nicht mehr so blass bin. Ich bin gerade ein bisschen im Redefluss und ich labere ein bisschen scheiße, ich merke das selber. Da habe ich das Gefühl, dass ich habe mich so lange jetzt nicht mehr so richtig geschminkt, so oft. Generell ist, ich finde das auch voll schwierig. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere, also als ich aus Nizza nach Hause gekommen bin jetzt, ich habe ja ein bisschen eine andere Hautfarbe und ich habe jetzt hier so meine Schminke, meine andere. Und ich will natürlich jetzt eine andere benutzen, als ich in Nizza benutzt habe, wenn das Sinn ergibt, halt mal so ein bisschen abwechseln, gell? Und ich tue mir halt ein bisschen schwer, bin ich ehrlich, weil irgendwie sieht das halt scheiße aus in letzter Zeit. Also, falls ihr einen richtig guten Pinsel sucht, den benutze ich für Puder, Blush und Bronzer. Den liebe ich, der ist so weich. Wirklich, ich glaube, das ist der beste Pinsel, den ich besitze. Ich habe jetzt gerade dazu entschieden, dass ich noch ein bisschen Puder benutze, weil ich finde mich schon gerade sehr glowy. Ich mag das ja eigentlich, aber gerade, ich weiß auch nicht, manchmal, ihr kennt mich, manchmal habe ich irgendwie so ein Ding, dass ich das jetzt benutzen will. Vielleicht bereue ich es auch gleich. Das ist meistens so, wenn ich Puder benutze, bereue ich es dann, aber ich benutze nur so richtig wenig. Schaut mal. Und ich topfe das erstmal auf meine Hand ab. Ich glaube, ich werde das niemals in meinem Leben aufbrauchen, weil das ist so viel. Und dafür benutze ich einfach nicht so oft Puder. Der Puder nie hier drauf, weil hier will man ja eigentlich immer den Glow haben. Ich benutze das immer hier so drunter. Mir haben Leute gesagt, dass das aussieht, als hätte ich da einfach nur so eine Kante, aber ich mag das. Vielleicht ist das auch gerade eine Phase und in einem Jahr denke ich mir, was habe ich da gemacht? Und ich verlose demnächst wahrscheinlich eine Designer-Tasche auf Instagram. Deswegen folgt da unbedingt. Ich heiße da Fesoe B. Dann verpasst ihr das nicht. Ich freue mich so sehr. Das wird richtig cool. Ich hätte diese Tasche selber so gerne und ich darf die einfach an euch verlosen. Ich freue mich so sehr. Das wird richtig cool. Dann siehst du. Warte mal, oh Gott. Ich bin jetzt in München und ich gehe jetzt Nägel machen. Meine Nägel sind jetzt 6 Wochen alt, weil ich habe die, bevor ich nach Nizza gegangen bin, gemacht. Und die sind so rausgewachsen, aber die haben so gut gehalten. Ich freue mich jetzt. Ich glaube, ich mache so rote, kurze Nägel. Ja. Leute, ich sehe so schlimm gerade aus. Ich muss euch mal kurz erzählen. Meine Heimfahrt vom Nagelstudio war Horror. Horror, Horror, Horror. Ich bin um 7 losgefahren. Ich muss 1 Stunde mit dem Zug fahren. Normalerweise, ich habe 3 Stunden gebraucht, weil wegen dem Gewitter irgendwie irgendwelche Leitungen durchgedingst sind. Keine Ahnung. Ja, ich habe auf jeden Fall 3 Stunden gebraucht. Dann bin ich nämlich auch zu früh ausgestiegen, weil irgendwie dann plötzlich die S-Bahn-Stationen noch genommen wurden und andere Stationen, da bin ich zu früh ausgestiegen, weil ich nicht gecheckt habe. Egal. Ich habe einen Pyjama bei H&M bestellt und der ist angekommen. Ich wollte mal kurz den euch empfehlen, weil der richtig schön ist. Schaut mal. Richtig schön. Hat mir noch passende Hose. Der war auch nicht so teuer, glaube ich. Der gefällt mir so gut. Ich hoffe, den gibt es noch in einer anderen Farbe. Ich bin generell im Moment so Pyjama-obsessed. Das kann man echt keinem mehr erzählen. Ich habe auf jeden Fall auch noch meine Nägel gemacht. Ich zeige euch die mal. Ich habe heute rot gemacht. Und es ist so krass. Ich habe, bevor ich nach Nizza gefahren bin, habe ich mir meine Nägel machen lassen. Bei Lanouche. So viel, meine Nägel haben 6 Wochen lang gehalten. Also die sind, ich habe Schellack drauf gehabt und es ist nicht abgeblättert oder irgendwie sowas. Also richtig, richtig gut. Das sind jetzt meine Nägel. Also falls ihr aus München kommt, kann ich euch richtig empfehlen. Die machen auch richtig sauber immer die Nagelhaut weg und wie man sieht, da ist keine Lücke zwischen meinem Nagel und Ding. Es sieht einfach immer richtig clean aus und ich liebe das. Ich habe diesmal rot gemacht. Letztes Mal hatte ich immer so ein rosa. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich mache halt erst wieder meine Nägel, wenn ich aus Nizza zurückkomme. Und dann sind die halt schon wieder 6 Wochen alt. Und ich weiß nicht, bei rot sieht man das halt mehr, wenn die rausgewachsen sind, als jetzt bei so einem rosa Ton.
Muss ich auch mal schauen, sonst lackiere ich drüber. Ja, aber ich finde, das sieht... Schaut mal, ich liebe Leoparden mit Rot, die Kombi. Ich weiß nicht. Ja, dann habe ich noch bei Amazon zwei Sachen bestellt. Und zwar einmal so eine Haarnudel, weil ich meine andere verloren habe, fragt nicht. Auf jeden Fall ist die nicht so gut, weil die ist total locker. Ja, ich weiß nicht, wo man so eine fette, also so halt so eine gute herbekommt. Deswegen, ich muss mal schauen. Und dann habe ich mir noch so ein Massageding für die Dusche, für meine Haare. Und das fühlt sich sehr gut an. Ich glaube, das ist gut. Freue ich mich total drauf. Das soll ja auch so gut für die Haarwachstum und so sein. Ja, das war's. Kleiner Haul. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Es war ein bisschen durcheinander mal wieder. Aber ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag. Und lasst gerne ein Like bei dem Video da. Abonniert mich, sagt man das, auf Instagram, auf TikTok und hier. Und ja, auf Instagram nehme ich euch übrigens immer ein bisschen mehr mit. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich nächsten Sonntag, weil ich versuche jetzt wieder ein bisschen aktiver zu posten. Ja, tschüss.